Krieg, Krieg ändert sich nie. Das sind berühmte erste Worte, ich glaube, aller Fallout-Spiele. Nein, ich möchte nicht wirklich über den Krieg sprechen. Erstens mal ist das etwas für Leute, die sich mehr mit Militär beschäftigen. Es gibt einige Kanäle, die völlig politisch oder, soweit ich es weiß, politisch neutral, Kings and Generals sei hier ehrenhalber genannt, wobei auch der einige Schlenker machte, die ich etwas wunderlich fand. Aber gut, eine neutrale Berichterstattung zu einem Krieg ist, glaube ich, eine Anforderung, die einen Menschen überfordert. Jedenfalls ist das meine bescheidene Ansicht. Wie dem auch sei, es gibt in diesem Krieg, der sich gerade im Nahen Osten abspielt, andere Dinge, die mich als Soziologe beschäftigen. Und ich habe ja ohnehin gesagt, ein Krieg in der Ferne ist zwar insofern, man kann sich nicht auf die Position logischerweise stellen, und das ist ganz unemotional gesagt, das betrifft uns nicht, denn ein Krieg im Nahen Osten, so wie Dinge, die sich im Nahen Osten entwickeln, die Neigung haben, uns auf die eine oder andere Weise, ob wir es wollen oder nicht, zu betreffen oder betreffen zu können. Das ist eine Frage der Globalisierung, der globalisierten Welt, aber auch der vergleichsweise geografischen Nähe, auch wenn man das als wunderlich ansehen mag. Aber es ist nun mal näher für uns als, weiß ich nicht, sagen wir mal, für, wenn wir jetzt in Brasilianer wären und in Brasilien lebten. Das hat natürlich auch einen Grund, wie wir in Europa sehen, dass viele Menschen, die mit einer Seite sympathisieren, in nicht geringer Zahl westlichen Staaten eine Niederlassung oder Heimat gefunden haben. Auch hier ist es nicht an mir, hier zu kommentieren, was ich davon halte, sondern mir geht etwas ganz anderes als Soziologe durch den Kopf, nämlich die Reaktionen, insbesondere hier in Deutschland. Ich möchte nicht sagen in der westlichen Welt, denn ich habe nicht genau verfolgt, wie die Reaktionen in Großbritannien, Frankreich oder den USA darauf sind, obwohl ich mir vorstelle, es dürfte dort ähnliche Haltungen geben. Ich fände es mal sehr interessant, und das ist jetzt nicht spitzfindig gemeint, auch wenn ich zugebe, eine gewisse Spitzfindigkeit ist schon in der Frage dahinter, ob die Stellungnahme für Rechte besonders schwer ist. Ich könnte mir vorstellen, wenn man rechts ist, also rechts in irgendeinem Sinne, ich will das jetzt nicht weiter definieren, dass man einige Schwierigkeiten hat, sich die Frage zu stellen, A, stellt man sich überhaupt auf eine Seite? Und wenn ja, ob welche? Aber das muss hier keiner sich nackt machen und hier bekennen. Es ist nur eine Frage, die mir als Spielerei durch den Kopf geht. Was aber erstaunt in Deutschland, ist doch die Reaktion, wenn ich etwa an solche Lichter wie Habe Kerkeling denke. Es ist immer wieder tragisch, wenn man Leute, die man lang, denen man früher oft zugehört hat und eigentlich sympathisch fand, Habe Kerkelings Humor, ich sag mal zu, es war nicht immer alles meins. Sich als Königin Beatrix zu verkleiden, fand ich immer albern, lächerlich und nicht besonders witzig. Aber so manchen Auftritt in der Warte habe ich sehr gerne gehört. Aber ich glaube, das ist wohl manchen von uns so gegangen, dass, wie soll ich mal sagen, im weitesten Sinne Leute aus der Kunst- und Unterhaltungsbranche, ich will das mal so ganz allgemein sagen, uns in den letzten grob 5 bis 8 Jahren doch so manches Mal derb enttäuscht haben. Ich sage 8 Jahre, weil vor 8 Jahren war die Grenzöffnung 2015. Ja, und dann ging es weiter mit unser aller Gesundheit. Ja, also das Thema auch, das hier nicht genannt werden darf, zu dem ich hier auch keine Stellung beziehen will, weil ich es nicht darf. Aber es ist uns doch allen gegangen in diesen beiden Themen, dass wir von Leuten, denen wir mal früher gerne zugehört haben, ob aus Bereich Musik, Kabarett, was immer es sei, befremden feststellten. Nicht nur so per se, weil man eine andere Meinung hatte, na das auch oder das natürlich, sondern weil die
billige, schreiende Unlogik, der haarsträubende Schwachsinn, ich möchte es mal so sagen, der rein argumentativ hier vorgebracht wurde, doch einen Menschen verblüfft. Zu einem Thema, zu dem ich schon sagen möchte, selbst wenn man sich felsenfest auf eine Seite stellen würde, was wohl die menschliche Natur ist, die Extreme zu suchen. Ich bin lange genug Soziologe und lebe auch lange genug als Mensch unter Menschen, um mir darüber im Klaren zu sein. Mich darüber nicht zu verwundern. Aber gleichwohl, selbst wenn man auf einer bestimmten Seite fest und felsenfest stünde und sage, das sind die Guten, auf deren Seite stehe ich, und das sind die Bösen, auf deren stehe ich nicht, das ist in nahezu allen Konflikten, Kriegen der Welt, gegenwärtig und Vergangenheit, doch irgendwo immer Bruchpunkte gibt, in denen Nuancen existieren und ein absolutes Schwarz-Weiß, ja, wie soll ich mich mal diplomatisch geschickt ausdrücken, etwas ist, das im Kopf von Kleingeistern existiert, um es mal so ganz direkt und offen zu sagen. Ich mit einigen Abstrichen habe ja oft darauf hingewiesen, dass für mich ein politisches Vorbild, bitte in großen Anführungsstrichen, ich neige per se nicht Vorbilder zu haben oder Fan oder irgendetwas von jemandem zu sein, aber im weiteren Sinne, auch wenn seine Handlungen von der damaligen Zeit auf die heutige nicht übertragbar sind, aber prinzipiell im Rahmen seiner Zeit, bleibt für mich ein großes politisches Vorbild jemand wie Otto von Bismarck, der zwar Machtpolitik kannte und auch einsetzte, aber auch maßvoll genug war, siehe etwa den Krieg gegen Österreich, sich gegen alle anderen zu stellen und zu sagen, es ist nicht sinnvoll, nach dem gewonnenen Krieg über Österreich, Österreich zu demütigen. Also einen Sieg nicht dazu auszunutzen, über ein Ziel hinaus zu schießen und etwas zu machen, das einen hinterher in den Arsch speisen kann. Das ist dieser berühmte, oft gesagte Satz vom sich tot siegen, nicht aufhören können zu gewinnen. Und es bezieht sich jetzt hier nicht für mich auf eine Seite, dass ich hier jetzt das einer Seite zuschreiben will. Ich will es nur allgemein bemerken. Ich weiß noch, wie ich mich vor vielen Jahren informierte über den Konflikt zwischen Großbritannien und Irland in der Nordirland-Frage. Und da steht man als Außenseiter, der nichts damit persönlich zu tun hat, immer wieder vor dem Punkt und sagt, ja, gut. Wenn Leid auf Leid gefolgt ist seit Generationen, kann man verstehen, dass man irgendwann schwer herauskommt. Das ist das eine, aber es ist in Kriegen auch immer eine ganz einfache Frage, die man sich mal stellen kann. Und ich will die nicht hier beantworten, das kann hier jeder für sich. Wenn zwei Parteien sich in einem kriegerischen Konflikt befinden und man sich fragen will, zu welcher Seite neige ich vielleicht eher und sich darüber ganz im Unklaren ist, dann ist diese Frage eine nicht ganz schlechte, wie ich persönlich meine. Auf das Innenpolitische in Deutschland komme ich gleich. Ist diese Frage nicht eine ganz schlechte als Maßstab, um sich zu fragen, auf welcher Seite man vielleicht tendenziell zumindest eher stehen könnte? Wir stellen uns vor, die eine Seite legt alle Waffen ab, schafft ihre Armee ab und sagt, wir haben keine Armee mehr, wir kämpfen auf gar keinen Fall. Oder die andere würde das machen. Was würde dann passieren? Und ich glaube mit Verlaub, nur um das anzudeuten, dass das im Falle des Konfliktes zwischen Palästinensern und Israelis ohne jeden Zweifel klar ist, was passieren würde, wenn die eine Seite alle Waffen niederlegen würde und sage, wir schaffen unsere alle Waffen ab. Und was passieren würde, wenn das die andere Seite täte. Davon aber abgesehen,
Was wir davon meinen, hat ohnehin keinen Einfluss, weil wir sitzen alle in unseren Buden. Also insofern, wenn ihr euch darüber nicht den Kopf zerbrecht, dann ist das auch keine Schande. Kommen wir also zum Inneren. Habe Kerkeling und seine Leute, Bagage, Truppe, Gesinnungsgenossen haben ja relativ schnell den Dreh gefunden. Wir haben hier jetzt Proteste pro Palästina, anti-Israel, um es mal ganz vorsichtig, ich will das auch gar nicht weiter vertiefen, es ist ohnehin ein sehr dünnes Eis. Die Proteste, auch hier, wie gesagt, meine Wortwahl bewusst vorsichtig gewählt, dazu zu verwenden, sofort und reflexartig und auch völlig unvorhersehbar vor rechts zu mahnen. Aha, wir müssen, ja, wir dürfen nicht rassistisch werden. Also Achtung vor rechts. Ich finde das kurios und wäre es nicht so tragisch, ernst und bitter zum Lachen angesichts der Tatsache, dass sich Palästinenser und Israelis in einem sehr tödlichen Konflikt befinden und die erste Reaktion von deutschen, wie soll man das sagen, Intellektuellen kann man das ja nun wahrlich nicht nennen. B-Promis, ich sag's mal vielleicht so. B-Promis, oh. B-Promis ist es. Has-beens, wie man im Englischen so sagt, ist zu sagen, ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht rassistisch werden. Also, erstmal, wenn das die erste Reaktion auf eine solche Konfliktlage ist, dann muss man, dann ist das ein bisschen wie wenn ich aufstehe und noch keinen Kaffee habe, dann ist mein Gehirn auch erst auf so 20%. Das muss bei denen die Dauersituation sein, für denen das die erste Reaktion auf solch einen Konflikt ist, zu sagen, ah, Achtung, wir müssen aufpassen, dass die Rechten nicht Zulauf bekommen. Das ist verblüffend, wie man darauf kommt. Also intellektuell für mich nur schwer nachzuvollziehen. Ich habe dann in der Zeit darauf mir versucht, als Soziologe etwas ernsthafter Gedanken darüber zu machen. Es ist ja leicht, darüber zu spotten. Es ist auch spaßig und ich glaube, es ist auch eine der wenigen Bewältigungsstrategien, die einen überhaupt noch sinnvollerweise bleiben. Ich bin vernünftigen Debatten zunehmend abhold und empfinde sie zunehmend als clownesk lächerlich. Man befindet sich auf einem Narrenschiff, das brennt. Und versucht den Leuten gut zuzureden. Hat etwas per se, das Unterfangen, das ich hier versuche, hat etwas per se Lächerliches an sich. Gebe es zu, aber trotzdem. So wie das Orchester auf der Titanic bis zum Schluss spielte, so muss ich als Soziologe bis zum Schluss soziologisieren. Was bleibt mir? Also der Versuch, etwas Licht in das Dunkel dieses Verhaltens zu bringen. Ich knüpfe dabei an etwas an, das ich auf YouTube-Videos schon öfters gesagt habe und mir in Diskussionen zum Thema Zuwanderung. Denn für uns ist ja die Frage sehr viel brisanter zunächst einmal, welche Meinung wir Deutschen hier haben oder Habe Kerkeling zu dem Konflikt hat oder ich weiß nicht, wer auch immer zum Konflikt der Israelis und der Palästinenser ist für den Konflikt und seinen Verlauf wahrscheinlich eher unbedeutend. Nun kann man sich dazu äußern, man kann sich zu allem äußern und es steht auch jedem frei. Aber der Effekt darauf ist eben relativ gering. Ein großes Problem der Politik unserer Zeit generell, also aller, die sich politisch betätigen, äußern, sei es auf der politischen Seite, in der journalistischen und im Bereich der ganzen Promis und Möchtegern-Promis, ist, dass wir seit, ich kann es nicht genau datieren, es ist auch kein genauer Bruchpunkt festzustellen, wobei vielleicht findet mal ein kluger Historiker in 100 Jahren den Punkt und sagt, das ist der Punkt gewesen, aber ich bin nicht so weise. Nein, es hat sich eine Veränderung im politischen Gefüge Deutschlands und insbesondere aber auch der westlichen Welt allgemein. Wir sind heute in einem Triumph der Gesinnungsethik und in einer praktisch völlig abwesenden Lage in der Politik der Verantwortungsethik. Was ist das? Das ist etwas, das, wenn ich mich richtig entsinne, auf Max Weber zurückgeht, der diese Begriffe prägte. Verantwortungs- und Gesinnungsethik. Was ist das? Das sind zwei Arten zu definieren, wie man auf Moral kommt. Also was richtig sei, was gut, was das Gute vom Bösen, das
Gute vom Schlechten unterscheidet. Gesinnungsethik bedeutet, man legt im Voraus etwas fest und das sei das Gute. Die 10 Gebote zum Beispiel sind Gesinnungsethik und ich sage das nicht aus Kritik. Du sollst nicht stehlen, ist ein relativ guter gesinnungsethischer Ansatz. Also ich bin da nicht, dass ich jetzt sage, die Gesinnungsethik ist böse, die Verantwortungsethik ist gut, obwohl ich sehr viel mehr von der Verantwortungsethik als von der Gesinnungsethik halte. Sehr in starkem Maße. Die Gesinnungsethik ist also etwas, das von vornherein festlegt, was das Gute sei. In völliger, totaler und absoluter Ignoranz darüber, was das Ergebnis davon ist. Also nehmen wir, du sollst nicht lügen. Eigentlich heißt es etwas poetischer im Alten Testament, du sollst nicht falsch Zeugnis ablegen wider deinen Nächsten. Gut, das hat vielleicht etwas anderes bedeutet, aber wir wollen es mal belassen, weil du sollst nicht lügen. Das macht die Sache einfach einfacher zu debattieren. Man sagt ja auch immer, Lügen ist immer schlecht. Jedenfalls ist das so eine alte Vorstellung, so eine Behauptung, die steht so im Raum. Ist die Frage, ist das so? Also man kann zum Beispiel argumentieren, dass man aus Selbstschutz durchaus berechtigt sei zu lügen. Also insbesondere, wenn man sich in große Gefahr begibt, wenn man die Wahrheit sagt. Andererseits kann man sagen, da haben wir wieder die Argumentation der Gesinnungsethik. Nein, nein, man muss immer die Wahrheit sagen, weil sonst gewinnt ja das Böse. Ja, das ist das. Da sind wir. Das ist die Gesinnungsethik. Also das ist ganz egal, egal wie viel Schaden wir mit. Ich bin mir sicher, es gibt einige Wahrheiten, für die wir Menschen im Großen und Ganzen gesehen einfach nicht reif sind. Das ist ganz ehrlich meine Meinung. Genetik zum Beispiel. Wäre es so, ich weiß nicht, ob dem so ist, ich sage es ganz ehrlich, ich habe auch keine wirklich feste Meinung dazu, ob dem so sei. Wäre es zum Beispiel absolut genetisch nachweisbar, wie viele Verhaltensweisen, Eigenschaften des Menschen oder gar Eigenschaften von Geschlechtern oder Hautfarben oder Ethnien genetisch sind, dann ist es meine ehrliche Meinung, die Menschheit im Ganzen ist nicht reif dafür, das mit letzter Sicherheit zu wissen. Ehrlich. Ich meine, das mögen jetzt einige empören finden, aber es ist meine Ansicht. Also ich glaube, es gibt Wahrheiten, für die die Menschheit einfach nicht reif ist. Das meine ich ganz ehrlich. Die eine Katastrophe darstellen würden, wenn wir sie letztgültig wüssten. Oder weiß ich nicht, es gibt dieses berühmte aus in Rollenspielen, da gab es immer mal so ein Ultima-Rollenspiel, da gab es so die Tugenden und da gab es diese so ein Test, wo man durchging und so Testfragen, welchen Tugenden man den Vorrang gibt, da war das nicht gut gegen böse, sondern eine Tugend und die andere. Also weiß ich nicht, Barmherzigkeit versus Wahrhaftigkeit. Ne? Ein Verwandter von dir liegt im Sterbebett, will sich mit dir aussöhnen. Sagst du wahrheitsgemäß, nein, das kommt nicht in Frage, ich kann es nicht. Oder sagst du barmherzig und lügst, nein, ist alles friedlich und lässt ihn in Frieden sterben. So, das ist jetzt ein bisschen krass, aber im Krassen erweist sich ja auch der Litmus-Test für was sie denken. Das heißt, in diesem Fall war es eher darum, welche von zwei Tugenden gibt man den Vorrang. Aber da sind wir dann Gesinnungsethik gegen Gesinnungsethik, das hilft uns nicht weiter. Das ist das, was die Politik heute treibt. Das ist und was auch die ganzen, die ihr zujubeln und die sie sekundieren im journalistischen Bereich und im Bereich der Promis oder der Möchtegern-Promis oder der B- und C- und Ex-Promis. Die haben ja da eine richtige, ich möchte fast sagen, eine Einheitsfront. Das ist das, was am meisten mitgruselt, oder? Also wo wir an einem Tag des Grusels sind. Wenn viele Leute eine Einheitsmeinung haben, ist mir immer gruselig. Das ist, was mich gruselt. Weil ich das für unnatürlich halte, wenn viele Menschen zusammenkommen und sehr viele in einer Meinung sind. Aber egal. Das ist Gesinnungsethik. Verantwortungsethik ist, wir handeln so, dass das Ergebnis gut ist. Wir schauen uns an, bewirkt unser Tun am Schluss etwas Gutes. Ein bisschen geht das ins Bereich des Machiavellismus. Also Niccolo Machiavelli hat Der Fürst ein Buch geschrieben. Das hieß Der Fürst, glaube ich, so, oder Der Prinz. Und hat argumentiert umgekehrt. Nein, man kann auch moralisch zwielichtige Dinge
machen oder also aus gesinnungsethischer Sicht zwielichtige Dinge, die gerechtfertigt werden, dadurch, dass das Ergebnis gut ist. Das ist das Umgekehrte. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel sage, nehmen wir die Umweltfrage, um etwas, was vielleicht auf YouTube noch argumentierbar ist. Nehmen wir mal, wir sind uns alle darin einig, die Umwelt, die Lebensumwelt muss geschützt werden. Das so im ganz Großen und Großen Ganzen, so allgemein. Wo wir uns jetzt zur Frage des Klimawandels, das lassen wir mal außen vor. Im Großen und Ganzen sind wir uns, glaube ich, alle darüber einig, die Umwelt, in der wir leben, ist für uns lebensnotwendig und aus Gründen der Ästhetik und des guten Gefühls, sich in der Natur zu bewegen, schützens- und erhaltenswert. So. Also jetzt ganz, ganz allgemein gesagt. Dann hat man gesinnungsethisch ganz bestimmte Dinge. Ja, deswegen müssen wir auf diese und diese und diese Energiearten umsteigen, also Solar und Wind. Die stellen keine Rechnung. Das mag ich leider nicht so ganz, dass die keine Rechnung stellen. Das wäre sehr schön, aber ist leider nicht so. Und dann setzt man sich Gesinnungsethik auf eine ganz bestimmte Bahn und diese und nicht andere ist zielführend und muss es sein. Während Verantwortungsethik würde sagen, okay, es gibt vielleicht irgendein Problem oder es könnte eins geben, wir wissen es nicht genau. Aus diesen Gründen gehen wir von gewissen Energieformen ab, sicherheitshalber, auch weil sie eher endlich sind als andere Formen der Energiegewinnung. Und dann wissen wir zum Beispiel, es gibt heute neue Arten von Atomreaktoren, die Atommüll abbauen. Es ist so, ich habe mir das sagen lassen, ich muss es als Soziologe glauben, ich bin kein Physiker und Atomphysiker schon gar nicht, aber da ich es vielfach gelesen habe, halte ich es für wahrscheinlich, dass das auch weitgehend der Wahrheit entspricht. Davon kann aber der Gesinnungsethiker nicht, also das interessiert den Gesinnungs, weil der Gesinnungsethiker sagt, ich habe mich per Gesinnung festgelegt, nur Solar und Wind dürfen zur Rettung der Umwelt. Die sagen da auch manchmal Klima, aber das lassen wir jetzt mal, wie gesagt, als Feinheit beiseite. Dürfen zum Schutz der Umwelt. Das ist Gesinnungsethik. Das ist von vornherein festgelegt. Es muss so sein. Egal, ob das dann und wie viel Wälder abgeholzt werden, wie viel Insekten und Vögel zerschreddert werden, als das ist das, was rauskommt. Ne? Und egal, ob die Wirtschaft auch kaputt geht, weil das so teuer ist, dass das unbezahlbar ist. Das sind alles Folgen. Das interessiert die alles nicht, weil sie ein paar Gesinnungen festgelegt haben. So ist das Gute definiert und auch so ist der Weg vordefiniert. Egal wohin der führt. Während der Verantwortungsethiker sagt, okay, wir schützen die Umwelt, das ist ein nobles Ziel. Erhalten vielleicht auch das Klima, kann man jetzt teilen oder nicht. Aber wir sind im Weg flexibel. Und wenn das die Atomkraft macht, die sogar jetzt mit neuesten Reaktoren existierenden Atommüll abbaut im Prozess der Stromgenerierung, ist das sozusagen ein doppelter Gewinn. Das ist sozusagen, das wäre die Herangehensweise einer Verantwortungsethik, die ich, wie gesagt, bis auf einige Ausnahmen, in der ich auch gesinnungsethisch bin, immer den Vorzug gebe. Und das große Dilemma unserer Politik liegt darin, dass wir zu 95, 99% im politischen Milieu pure Gesinnungsethik haben. Also eine Politik, die sich rein auf die a priori feststehenden, das ist das Gute, egal. Also nehmen wir zum Beispiel Multikulti. Multikulti ist ein unhinterfragbares, unkritisierbares Gutes per se. Es muss es sein. Das ist eine gesinnungsethische Festlegung. Ob das wahr ist oder nicht, oder welche Folgen das hat oder nicht, ist unerheblich. Es ist als Gut von vornherein definiert. Und es wird durchgezogen, dafür zu stehen, koste es, was es wolle. Das ist die Problemlage. Nun kann man sich fragen, es gibt ja dieses, ist es Dummheit, ist es Bosheit? Das ist ja so meistens das Schema, zwischen dem man sich bewegt. Ich habe auch gerade vorhin auf Twitter wieder eine solche Umfrage, sind unsere Politiker dumm oder sind sie böse? Ich kann da nicht dazu antworten, weil ich sage, das geht so ein bisschen dran vorbei. Etwas, wovon ich ein bisschen verstehe, womit ich mich wissenschaftlich beschäftigt habe, was auch meine Magisterarbeit macht, was ist Identität? Identität, nicht Identität. Ich spreche es auch manchmal, habe es früher manchmal auch falsch gesprochen. Identität. Deutsche Sprache. Es lohnt sich zu beherrschen.
Was ist Identität? Also, was bringt diese Leute, das ist mit der Frage verzahnt, das ist, was bringt diese Leute dazu, so etwas zu sagen, wenn sie da einen Konflikt sehen? Und dann haben wir hier Massenprotest, gibt teilweise wirklich sehr unschöne von, ich sag mal, Palästinensern, vielleicht im Ganzen auch Arabern, das ist von mir von außen nicht zu beurteilen, die dort zumindest zu einem Teil mit Sicherheit unschöne Dinge von sich geben. Sagen wir es mal so ganz allgemein. Wie gesagt, es geht hier nicht ums Politische, es geht wirklich nur ums Soziologische, um das Gesellschaftliche, das ich hier zu erfassen versuche. Bitte. Nicht aus Feigheit, weil erstens ist das nicht mein Thema und zweitens glaube ich, dass die Seite, die ich jetzt versuche zu beleuchten, die unbeleuchtetere ist und deswegen die wichtigere. Die Frage Dummheit versus Bosheit geht gerade in diesem Fall und ich glaube auch in vielen anderen Fällen der Politik nämlich an der Realität völlig vorbei. Es ist eine Frage der Identität der Personen. Und das hat jetzt nichts damit zu tun im Sinne von, sind das Schwarze oder Weiße, sind das Männer oder Frauen, es ist auch eine Frage der Identität, aber das sind Dinge, die die Identität mit beeinflussen. So. Aber das ist nicht, Identität ist eine Vorstellung in deinem Kopf, wer du bist. Das ist Identität. So ganz allgemein. Also Identität merkt man vor allem da, wo man an die Grenze stößt, nicht so sehr daran, wo man dazugehört, dessen ist man sich sehr wenig bewusst. Das ist, macht natürlich den Mehrzahl, den Kern aus, also wenn ich was man in sich trägt, was man meint. Aber das merkt man in der Regel eigentlich vor allem dann, wenn man an eine schmerzhafte Grenze stößt, wo man merkt, da sind Leute, die haben eine andere Identität. Also die denken nicht so wie ich. Dann merkt man seine eigene am ehesten. So. Das heißt, die Identität und Niklas Luhmann in seiner, er nannte das die Umwelt, also das ist nicht die Umwelt, ist damit ist nicht die Natur gemeint, sondern Umwelt, das ist der Kreis der Menschen, die nicht wie ich sind. Ganz einfach gesagt, das ist im Soziologensprech von Luhmann die Umwelt. Damit ist nicht, wie gesagt, der Wald oder die Wiese gemeint gewesen, sondern das ist das, was außerhalb meines Systems ist. Das heißt, das System, zu dem ich gehöre. Wobei ich persönlich hinzufügen möchte, um das etwas komplizierter zu machen, wir gehören natürlich alle vielen Systemen an oder mehreren. Also ich nehme jetzt mal mich selbst als Beispiel. Also ich gehöre zum Beispiel dem System an aller Männer. So werde ich auch wahrgenommen von allen, die das nicht sind oder sich nicht zu identifizieren in neuerer Zeit. Oder ich gehöre dem System an der Weißen oder dem System an der Deutschen oder dem System an der Schwulen oder dem System der Heiden und der Okkulten und der einigen anderen. Also ihr könnt das selber, oder wenn ihr, weiß nicht, Ingenieur seid, der Ingenieure oder ich als Soziologe, als Soziologe und was auch immer. Also jeder gehört sehr vielen Systemen an. Also gleichzeitig. Das ist so eine Art Multiplizität der Identitäten. Und die Identität ist daher eine Art Collage. Also ich weiß nicht, ob ihr das noch aus dem Kunstunterricht kennt, wenn man das gemacht hat. Collage, das ist, wenn man so Sachen zerschneidet und dann irgendwie zusammenklebt. So ist also die Identität etwas Zusammengeklebtes, das sich aus vielen Kreisen zusammensetzt, denen wir auch jeweils angehören. Man verhält sich auch jeweils entsprechend. Also wenn ihr zum Beispiel ein Ring eurer Identität, wenn ihr Arbeit habt, ist zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn ihr bei Siemens seid und dort arbeitet als Ingenieur, dann seid ihr Siemensianer. Gerade Siemens hat lange Zeit eine eigene Unternehmensidentität gehabt, wenn man Siemensianer war. Weiß nicht, ob das heute noch so ist. Manche Firmen haben das mehr, manche weniger. Dann ist man Siemensianer oder weiß ich nicht, wenn man bei Apple arbeitet, dann sagt man, man ist sozusagen, also gerade in der Bereich der Entwicklung, dann hat man bestimmt eine starke Identität durch die Firma, durch die Angehörigkeit, durch die Arbeit bei Apple, ich nehme es jedenfalls an. Und in der dortigen Arbeitswelt herrscht auch ein bestimmtes Arbeitsklima. Das ist von Firma zu Firma und von Firmentyp zu Firmentyp unterschiedlich. Und man erfüllt seine Rolle dort, solange man dort ist. Aber wenn man nach Hause kommt zu Frau und Kind, ich gehe jetzt mal von dieser Situation aus, dann ist man, sagen wir mal, ist Mann, man ist Vater, man kehrt jetzt von Apple zurück, dann ist man natürlich nicht mehr in dem System der Arbeit und verhält sich seiner Frau und seinen Kindern gegenüber hoffentlich natürlich nicht so, wie wenn man sich seinem Chef oder seinen Untergebenen in der Arbeit verhält. So, weil man ist nun in einer anderen Rolle, in einem anderen System. Aber alles macht die Identität aus. So.
So spreche ich zum Beispiel jetzt auf YouTube nicht so, wie wenn wir in einem schwulen Nachtclub wären und ich euch anmachen würde, sondern ich spreche zu euch so wie ein YouTuber, von dem ihr soziologische Sichtweisen erwartet oder hoffentlich erwartet. Und das ist sozusagen die Rollen, die wir einnehmen. Und das ist insbesondere für moderne Menschen, es ist ja Teil einer der Teile der modernen Kultur, ist das Streben nach Authentizität, also nach Echtheit. Das ist etwas, was in den letzten 100 Jahren grob, vor allem seit der Nachkriegszeit, in der westlichen Kultur sehr stark geworden ist. Also diese Behauptung, ja, wir müssen alle möglichst authentisch leben dürfen. Das ist auch Teil dieser ganzen Befreiungsbewegungen, ne? Also Frauenbefreiung, also Frauenrechte, Schwulenrechte und so weiter. Jeder soll möglichst authentisch sein dürfen, was man so vom eigenen inneren Gefühl her zunächst mal vielleicht bejahen möchte, also jedenfalls für sich selbst, zu dem, was man selber gehört. Das ist so ein bisschen wie der Spruch von Bismarck, der hat mal gesagt, Freiheit gut und schön, aber Freiheit will jeder nur für sich selbst, keiner will sie für die anderen. Und so habe ich beim Authentischsein auch immer so ein bisschen das Gefühl, jeder möchte sich selbst, möchte seine eigene Gruppe soll authentisch sein dürfen in der Öffentlichkeit, aber die anderen nicht. Das ist mir so ein bisschen, wenn ich die Konflikte unserer Zeit betrachte, so ein bisschen als Außenbetrachtung, als Soziologe mit einiger Ironie scheint mir das manchmal so. Aber zurück zum Thema. Authentisch sein. Das ist also der Zug der Moderne, der Nachkriegszeit, der sich immer stark entwickelt hat, das sein zu dürfen, sich nicht verstecken zu müssen, zu sein, wie man ist. Ja. Aber jeder, der das mal als Datingrat bekommen hat, sei du selbst, weiß, dass das der dümmste Rat der Welt ist. Sei du selbst. Also, das kann einen in arge Schwierigkeiten bringen. Weil das, was man selbst ist, rein psychologisch gesehen, nicht unbedingt das Sozialverträglichste ist. Und das betrifft uns alle. Also wir haben alle psychologisch gesehen in unserer Psyche Seiten, die sind nicht sozialverträglich. Das ist einfach die Wahrheit. Ja. Egal jetzt, welchem psychologischen Modell man sich anschließen möchte, es ist einfach so. Das heißt, wenn wir ganz so sind, wie wir innerlich sind und auch noch jederzeit unabhängig vom Anlass, dann bringen wir uns entweder in soziale Schwierigkeiten oder jetzt in einer Gesellschaft haben wir ein Problem. Denn wir haben, ich muss das leider so sagen, mit Leuten, die aus anderen Kulturkreisen zuwandern, Leute, die so sein möchten, wie sie authentisch sind und wie sie in ihrer Kultur, aus der sie kommen, gewesen sind. Und die sehen das auch als ihr Recht an, ob es das ist oder nicht, das ist völlig unerheblich. Die haben bestimmte Verhaltensweisen sozialer Art in ihrer Kultur, die authentisch Teil ihrer Identität sind und die erwarten in einer Gesellschaft wie der westlichen, die Authentizität eigentlich sagt, das ist gut, wenn jeder so sein darf, wie er tatsächlich ist. Und das stößt dann auf Probleme, weil wenn alle authentisch sind, gibt es den sozialen Krieg, um es mal ganz einfach zu sagen. Also ich weiß, dass man, ich erinnere mich noch, als wenn ich darüber rede, weiß ich das, was wir uns wieder kleiden, um etwas herzumachen. Dann habe ich das oft gehört, ja, das ist ja eine Verstellung. Selbst Goethe hat das schon bemerkt, es muss offenbar ein typischer Zug auch der Deutschen sein, Höflichkeit oder Formalität als etwas Negatives zu sehen und das romantisch, diese romantische Überhöhung der Authentizität, des Echtseins, des Man-Selbstseins, ist etwas, was bei den Deutschen sehr hoch im Kurs ist und umgekehrt, das Höfliche gilt sehr als, das ist verlogen. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, niemand will die gesamte, komplette Innenwelt anderer Menschen sehen. Also jedenfalls nicht auf einmal und nicht ungebremst und nicht in jeder Situation. Sozialer Frieden lebt davon, ich muss es als Soziologe so sagen, dass wir alle uns gewissen Rollenerwartungen anpassen. Das geht nicht anders. Ein friedliches Zusammenleben ist ohne den Kompromiss einer gewissen Maskentragerei nicht möglich. Und das klingt für moderne Menschen natürlich erstmal wie eine furchtbare Zumutung. Was? Ich soll mich einer Verhaltenserwartung
von außen anpassen? Per se ja, weil soziales Miteinander geht nicht anders. Und das Problem, das wir hier in Europa sehen, ist, dass es Gruppen gibt, zunehmend, ich will hier auf gar keine bestimmte Richtung weisen, ich glaube, das lässt sich in fast alle Richtungen sagen, aber einige mehr und einige weniger, die mit der Behauptung, ja, ich bin authentisch so und möchte so akzeptiert werden, etwas fordern, das gesellschaftlich nicht erfüllbar ist. Also ich nehme mal jetzt ein ganz konkretes Beispiel, das hoffentlich relativ einleuchtend sein dürfte. Wenn jemand sehr exzentrische, ich meine hier wirklich sehr exzentrische sexuelle Vorlieben hat, so gewährt es unsere liberale Gesellschaft zu Recht, und ich setze mich auch dafür ein, dass das jeder machen darf, solange es gibt natürlich auch da Grenzen, deswegen lasse ich es jetzt mal extra im Wagen, darum geht es jetzt auch nicht, ne? Will ja nicht irgendwelche sexuellen Praktiken beschreiben, aber es gibt sicherlich eine Menge, wo man sagen würde, das ist mir egal, mach das, das interessiert mich nicht. Aber es sollte nicht auf der Straße stattfinden und ich will auch nichts unbedingt davon wissen. Ich will auch nicht dauernd mit Videos vollgespült werden auf Twitter, YouTube oder Facebook oder sonst wo, indem ich gezwungen bin, mich dem ausgesetzt zu sein gegen meine Entscheidung. Ich möchte vorher wissen, was ich da sehe, wenn ich extreme, weiß nicht, sexuelle Spielarten, ich bleibe mal bei dem Beispiel, bevor ich die sehen möchte. Oder bevor ich die zu sehen kriege. Ich möchte nicht gegen meinen Willen dazu gezwungen werden. Also ich möchte nicht über die Straße gehen und dort machen Leute Fieb XYZ. Ja? Das möchte ich einfach nicht. Und das ist die Frage, ja, die können ja authentisch empfinden, aber sie sind ja so. Ich sage, ja, aber trotzdem möchte ich das nicht. Ja? Weil das ist, das sprengt einfach das überfordert einfach eine Gesellschaft. Und das haben wir einerseits im Bereich, gerade im Bereich der Sexualität, der Geschlechtlichkeit. Das ist einfach eine Aushandlung. Es kann nicht eine Seite fordern. Ich fordere für mich die totale Freiheit, die totale Authentizität auf Kosten der anderen, die sie einbüßen. Denen das zugemutet wird. Natürlich bin ich mir bewusst, dass das eine heikle Aussage ist. Es gibt Länder, in denen schon das Händchenhalten von Schwulen unter Strafe steht. Das ist mir bewusst mit dem gleichen Argument. Also, dass das ein The Floor is Lava ist, das weiß ich genau. Aber es führt nicht an dem Prinzip vorbei, dass das nicht geht. Weil wenn wir uns alle immer ungebremst authentisch verhielten, wie wir uns geht, wir wären überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas gesellschaftlich zu machen. Also ich gehe zum Beispiel, wenn man zur Arbeit geht, muss ich bestimmte andere Triebe, die ich im Moment vielleicht gerade habe, unterdrücken. Das ist einfach so, weil sonst kannst du keine Arbeit leisten. Das ist, glaube ich, relativ evident. Und das gilt für andere gesellschaftliche Bereiche auch. Wie gesagt, ergebnisorientierte Ethik. Was hat das aber nun mit so Leuten wie H.P. Kerkeling zu sagen, die diesen Reflex haben? Oder auf andere, wenn wir jetzt sagen, zum Thema Migration sofort. Jeder, der sich kritisch meldet, ist rechts, ist Nazi, ist Hitler. Das hat etwas damit zu tun, dass diese Leute einfach so sozialisiert worden sind. Und das, was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ich kann diesen Spruch von Linksgrünen echt nicht mehr hören, die diese Formulierung sagen, wenn irgendetwas kulturelle Unterschiede sind. Ja, das sind ja nur kulturelle Unterschiede. Nur. Kulturelle Unterschiede haben eine Haltbarkeit von Jahrhunderten und Jahrtausenden. Kulturelle Unterschiede ist die Ursache von unglaublich viel Leid, Elend, Krieg und massenhaftem Tod in der menschlichen Geschichte. Erzähle mir niemand davon, dass Dinge nur kulturelle Unterschiede, die leicht zu überwinden sind. Und Kultur ist ja nur eine Form von Sozialisation, eine Art Großgruppe. Sozialisationen gibt es ja vom Kleinen bis ins Große. Der kleinste Kreis der Sozialisation ist zum Beispiel das Elternhaus. Also wie die eigenen Eltern waren, davon ist man überformt.
Und das ist jetzt völlig unabhängig, ob ihr mit euren Eltern euch überworfen habt oder ob ihr mit ihnen friedlich und einer Meinung seid. In jedem Falle hat euch die Sozialisation durch eure Eltern geprägt, nämlich in der einen oder der anderen Weise. Nehmen wir mal an, sie sind katholisch und ihr seid es auch. So, dann seid ihr dadurch, dass ihr das im Elternhaus erlebt habt, katholisch sozialisiert, was immer das heißen mag. Umgekehrt sind sie katholisch und ihr habt gesagt, nein, das habt ihr aus irgendwelchen Gründen als furchtbar erlebt und habt euch davon abgewandt oder sogar seid ständig jetzt in einem Brass gegen Katholiken, dann seid ihr auch sozialisiert, aber eben spiegelweise, nur seid ihr genauso gut sozialisiert. Es ist, ihr entkommt der Wirkung nicht. Ihr seid, eine Wirkung hat sich auf eure Identität entfaltet. Ihr seid nicht mehr neutral in dieser Frage. Seid könnt ihr gar nicht sein. Es ist kein Vorwurf, es gilt auch alles an, für alles andere. Das ist, für uns alle ist das so. Ob wir uns über den Eltern überwerfen und emanzipieren und dann ins Umgekehrte gehen oder das übernehmen und uns kopieren, es ist egal. Wir sind dadurch überformt, unentrinnbar. Und dann kommen natürlich sukzessive die anderen Kreise dazu. Wir kommen in den Kindergarten, wir kommen in die Schule, da haben wir Umfelder, die Lehrer, das Schulumfeld, die Mitschüler, die uns sozialisieren und uns überformen, so wie wir sie. Das ist ja ein gegenseitiges, gerade in der sogenannten Peer Group, wie man in Neudeutsch sagt, das heißt in der Gruppe der Gleichaltrigen. Kinder ab einem gewissen Alter sozialisieren sich viel schneller gegenseitig, als dass die Eltern noch Einfluss darauf hätten. Das ist jedenfalls aktueller Forschungsstand. Halte ich auch für relativ plausibel. Dann kommt die Arbeitswelt, dann kommt, steigt man ein in die politische Welt, in die gesellschaftliche Welt und so weiter. Und in einer multikulturellen Gesellschaft natürlich die Kultur, zu der man sich zugehörig fühlt. Teilweise ist das einfach herkunftsmäßig so. Ne? Also, das ist einfach so. Ne? Also, das ist ja schon im Kleinen so. Ne? Also, weiß ich nicht. Wenn man aus Bayern kommt oder ein Küstenbewohner ist, ne? Aus dem Norddeutschen, ne? Das ist eine Identität, die man auch nicht einfach ablegt. Ne? Wie eine getragene Wäsche, sondern das trägt man ja mit sich immer irgendwo. Also wer in einem bestimmten Teil Deutschlands aufgewachsen ist, hat einfach eine andere Sozialisation, weil jeder Teil Deutschlands schon ein bisschen anders ist. Das ist, wie gesagt, auch weder gut noch schlimm. Es ist einfach nur ein Faktum, so wie, weiß ich nicht, es gibt Sommer und es gibt Winter. Es ist nur ein Festhalten von Tatsachen. Und wie gesagt, selbst wenn man sich dagegen emanzipiert und sagt, man ist in Bayern aufgewachsen, geboren, hat eine furchtbare Kindheit in Bayern gesagt und sagt, mit Bayern will ich nie wieder was zu tun haben, ich kannte so jemanden, dann ist man trotzdem dadurch sozialisiert, nämlich dadurch, dass man den Bruch gemacht hat. Also man ist nicht frei davon, man schwebt nicht plötzlich davon und hat nichts damit zu tun. Sondern auch der Bruch ist dann eine Sozialisation durch etwas, was einem widerfahren ist. Das heißt, wir alle tragen, Sozialisation ist wie eine Haut. Sie ist so um uns herum und schließt uns ein, wie die physische Haut, also wie die biologische Haut. So haben wir eine soziale Haut. Das ist unsere Identität, unsere soziale Identität, die Sozialisation. Sie ist um uns gewachsen. Auch wenn es eher wie Jahresringe von Bäumen sind, es kommt immer was dazu und das Alte bleibt sozusagen im Kern drin, kommt aber Neues dazu. So wie aber unsere Haut, ich habe das mal gehört, unsere Zellen sollen alle 7 Jahre komplett neu sein. Ne? Ob uns das jetzt grundlegend verändert, sei nochmal dahingestellt. Aber Sozialisation ist etwas, das zwar nicht felsenfest wie in Beton gegossen unveränderbar ist, aber der größere Teil davon liegt ab einem gewissen Alter fest. Und ändert sich danach, es sei denn, man erlebt sehr große Krisen bei fast allen Menschen nicht mehr. Ich will jetzt nicht sagen, wann das genau ist, weil es ist auch etwas Prozesshaftes. Es bildet sozusagen Ringe. Also erstmal haben wir das Familiäre, dann haben wir das Schulische, das Politische, Gesellschaftliche kommt ja erst relativ spät dazu, bei manchen früher, bei manchen später, hängt auch vom Umfeld ab. Aber die Haltung zu der Vorstellung, welche Gesellschaft richtig ist, welche Politik richtig ist, das kommt über uns, auch wenn wir Entscheidungen treffen. Es kommt über uns und es ist Teil von uns, so wie unsere Haut. Und aus der kommen wir nie wieder wirklich heraus.
Nun können mir Leute hundertmal sagen, ja, ich habe mal meine politische Ansicht geändert. Ja, wie gesagt, es gibt krisenhafte Momente. Aber das ist absolut eine seltene Sache. Das Grundgerüst, in dem man sozial empfindet, möchte ich mal sagen. Weil es ist weniger ein Denken, es ist ein unbewusstes Gerüst. Die Koordinaten, in denen wir uns sozial bewegen, in unserem Denken, Fühlen und Wollen, ändern sich im Großen und Ganzen nie. Wir projizieren das anders, wir verarbeiten das anders, wir beziehen zum Beispiel, wenn wir sagen, wir sind immer eher, weiß ich nicht, für Individualismus oder eher für Soziale. So, wenn wir mal zwei verschiedene Koordinaten nehmen, ne? Dann mag sich die Definition davon ändern, die Projektion auch der Gruppe, ne? Also wenn wir zum Beispiel Menschen, die sehr empathisch sind, ne? Ja, dann kann man sagen, okay, früher war man empathisch mit der Menschheit. Ja gut, dann ist durch die Multikulti ist man mit der Menschheit nicht mehr so ganz im Reinen und dann hat man mehr Empathie mit den Deutschen oder mehr Empathie mit den Ausländern, wie der Fall sein mag. Aber die Ausrichtung, empathisch gestrickt zu sein, sozial orientiert zu sein, bleibt. Versteht ihr? Also die Strickmuster verändert sich nicht. Wenn sich der Bezugsrahmen, der mag sich ändern. Und das ist das, was das Problem von uns ist mit diesen Leuten. So, also ein Habeck Kärkeling oder wer auch immer aus der Politik ist, ich will mich jetzt nicht an dem aufhalten, weil der ist auch ein kleines Licht heute. Das ist die Antwort. Das ist keine Frage von Dummheit, es ist keine Frage von Bosheit. Sie stecken in dieser Haut fest. Sie haben bundesrepublikanische Sozialisation durchgemacht und in der stecken sie fest, wie in einer Haut, aus der man zwar manchmal fahren möchte, aber nicht kann. Nun gibt es natürlich Leute, die das vermeintlich gekonnt haben. Ich sage vermeintlich, weil es mir von außen betrachtet immer noch sehr schwer fällt zu sagen, ist das wirklich so oder waren sie nicht einfach immer schon skeptischere Geister, früher wie heute auch schon. Auch da, das bleibt für mich die Frage, der ich tendenziell als Befürchtung eher anhafte. Also ich neige eher dazu zu glauben, dass der Wandel das Unwahrscheinlichere ist. Und dass wenn wir jemanden sehen, der, weiß ich nicht, politische Lager wechselt oder so Zeugs, ne, dass sich, wie gesagt, die Bezugsrichtung, die mag sich ändern. Aber die Struktur, der Rahmen, in dem wir sozialisiert sind, zu denken, politisch auch, sich eigentlich nie ändert. Und deswegen ist für die, die sind in der Bundesrepublik alle sozialisiert, das Rechte ist das Böse. Das haben die in der Schule gelernt. Ihr kennt die Geschichte der Bundesrepublik West ja gut genug, ich muss das hier nicht aufdröseln. Und das ist ihnen zur Haut geworden, zur sozialen Haut, aus der sie nicht herauskommen. Es muss, das Böse muss Recht sein, immer. Und weil wir heute um den Kreis nach vorne hin zu schließen, weil wir heute einen unvorstellbaren Überhang von Gesinnungsethik, der unsere Gesellschaft, unsere gesamte Kultur überformt, ist die Chance, das in Frage zu stellen, auch immer geringer geworden. Wenn wir in Zeiten leben, in denen wir nicht so sehr gesinnungsethisch, und zwar in allen Bereichen, im Kulturbereich, im journalistischen, im Medien, im politischen, was ihr wollt, also in den Kirchen natürlich. Das ist ja der Urherz der Gesinnungsethik. Insofern ist es auch gar kein Wunder, dass sich die Kirchen dem Woken-Zeitgeist anhängen. Es wäre wunderlich, wenn es nicht so wäre. Und das meine ich jetzt gar nicht spitzfindig oder hier kirchenfeindlich oder so. Die Kirche ist der Ort, aus dem per se die Gesinnungsethik kommt. Also das ist. Die Buchreligionen sind die Herolde des gesinnungsethischen Denkens. Und wie gesagt, es ist mir jetzt völlig fern, das zu verurteilen. Ich sage es nur beobachtend. Und da wir heute in einer Zeit leben, in der die Gesellschaft kulturell extrem stark gesinnungsethisch überformt ist und umgekehrt nehmen wir Helmut Schmidt, der war ein sehr verantwortungsethisch handelnder Mensch, etwa wenn wir an sein Umgehen mit der Oderflut
oder mit der Hans-Martin Schleyer, also Auseinandersetzung mit der RAF und einigen anderen, dann war Helmut Schmidt ein typischer, ist, da war es, er tot, war ein Verantwortungs, pardon, ein Verantwortungsethiker, der geguckt hat, okay, was ist das Ergebnis, wenn ich mich so und so verhalte? Also nehmen wir zum Beispiel Oderfluteinsatz der Bundeswehr im Inneren. Ne? Da hat er nicht gesinnungsethisch gesagt, ja, per se darf das nie sein. Na, schwört mir hier rum. So, Stechmücken gehen nicht. Dann hat er nicht gesagt, okay, das ist a priori verboten, sondern wenn ich das mache, dann halte ich mich zwar an die Gesinnung, nämlich an, es darf die Bundeswehr im Inneren nicht eingesetzt werden, aber dann starben Menschen. Er hat gesagt, von der Verantwortungsethik her gesehen, ist das Menschenretten wichtiger als die Gesinnung. Und das war auch eine Zeit, in der das noch ging, in der das noch respektiert wurde. Ob das das Überwiegende war in der Politik der Vergangenheit, intuitiv würde ich sagen, ja, in den 70ern auf jeden Fall. Die 60er habe ich selber nicht mehr erlebt. Und ich möchte auch sagen, per se im Großen und Ganzen vielleicht in den 80ern, also 70er, 80er würde ich sagen, war per se eine Verantwortungsethik höher angesehen als eine Gesinnungsethik. Ja. Man hat eher dahin geschaut, was ist das Ergebnis meines Handelns und ob das immer mit rechten Mitteln gemacht wird, war nicht so hoch im Kurs. Mit der guten wie der schlechten Seite, was diese Eigenschaft bringt, wie das andere auch. Aber heute haben wir einen solchen Überhang von Gesinnungsethik, dass, wie gesagt, die Leute aus ihrer sozialen Haut gar nicht herauskommen. Meine, klar, aber kann man schon. Man kann an sich arbeiten. Will niemandem jetzt die Verantwortung aberklären oder sie davon freisprechen. Ich liefere nur Erklärungen. Wir leben also in einem Klima, in der die soziale Haut uns sehr straff gezogen wird. Und die ist umgekehrt, weil das das Übermächtige unseres Zeitgeistes ist, die Gesinnungsethik, die die gesamte Kultur der westlichen Zivilisation stark im Griff hat, wird es A, Leuten geistig sehr schwer gemacht und B, auch sehr stark geahndet, sich aus dieser Sozialisation der letzten 40, 50 Jahre herauszubewegen. Und die Welt in ein, das Koordinatensystem, das die Nachkriegszeit, ich sag mal so, im weitesten Sinne, dass die Zeit 45 bis 2000, mal ganz grob gesagt, erschaffen und erhalten hat, dass wir dieses Koordinatensystem hinterfragen und in Frage stellen. Ich nehme mal nur einen Schlenker, der sei mir gestattet, um das nochmal auf eine andere Ebene zu verdeutlichen. Die Frage zum Beispiel, die ich aufmache gerade und einige andere, hat im Zuge von KI, Robotik und anderen technischen Entwicklungen die Definition, Arbeit ist die Grundlage der Gesellschaft oder die Grundlage des Lebens, der Wertschöpfung, hat das noch einen Sinn als Koordinatensystem? Denn es ist vorstellbar, dass das eine Zukunft gibt, in der das kein sinnvolles Koordinatensystem mehr ist. Und dagegen wehrt sich die Masse der Menschheit wie die Zicke am Strick, weil wir eben sehr überformt sind durch die Normativität, die diese Gesinnungsethik mit sich bringt. Wir haben eine starke Gesinnungsethik, die sagt, du musst arbeiten, weil Arbeit ist, hat zu sein. Das ist schon eine relativ lange gesinnungsethische Normativität. Und die Vorstellung nicht zulässt, was passiert, wenn wir dieses Koordinatensystem einfach aufheben und uns sehen, welches andere können wir bilden. Und das ist das Problem, das wir mit diesen Leuten haben. Darum haben wir es. Das ist jetzt kein guter Lösungsansatz, weil das Problem ist, es ist nicht einfach, es zu zerbrechen oder zu durchdringen. Es muss leider vermutlich weitgehend einfach scheitern. Und zwar krachend. Beweist die ganze Geschichte. Dinge sind selten umgewandelt worden durch die kluge Einsicht der Leute über die nicht mehr Sinnhaftigkeit eines Koordinatensystems, sondern es ist in der Regel dann in Frage gestellt worden, wenn es wirklich nicht mehr anders ging. Ich will hier nicht schwarz malen, aber das ist das Wahrscheinliche, was man als Soziologe und Historiker prognostizieren muss, wenn man redlich ist. Gut, ich beende das damit. Ich hoffe, ich habe zumindest ein bisschen Licht oder mal eine andere Perspektive auf ein Thema gebracht, wo wir ja alle immer wieder uns daran stoßen.
Es war mir ein Bedürfnis, das mal hat sich auch in meinem Kopf wieder so entsponnen, obwohl es für mich jetzt auch keine neue Perspektive ist, aber manchmal verdichten sich ja Sachen so im Kopf. Ich hoffe, das hat euch unterhalten, erbaut, informiert, was auch immer. Oder vielleicht in den Schlaf gelullt, wenn schon nichts anderes. Danke euch fürs Zuhören, für die Unterstützung meines Kanals. Und wünsche euch eine schöne Zeit, so gut es euch geht. Und wie immer hoffe ich, ihr bleibt mir gewogen.